hatte er nicht statuiert, die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will. Hatte er nicht seine wertvollste Einsicht einem Moment zu verdanken, in dem er von der großen Galeere der Wirklichkeit herabgestiegen war, von jener der Selbstverwirklichung inbegriffen? Im Moment der Loslösung hatte er nicht umsonst ein kleines Boot gewählt, das auf der Flut ohne Tendenz und Ruder driftete. In dem war kein Platz für von innen her ansetzende Stressoren wie Wille, Trieb, Unternehmungsgeist, Streben nach Anerkennung und Auszeichnung und dergleichen. Die Einsicht in die Negativität der Freiheit, wie sie aus der Übersetzung der Freiheitstheorie in die Sprache der Stresstheorie hervorgeht, ist in der zeitgenössischen Kultur fast völlig verdunkelt worden, seit die Realistischen und die Positiven das Kommando übernommen haben. Doch auch in jüngerer Zeit fehlt es nicht ganz an Stimmen, die der Freiheit als Absage an die Zwangsbelastung das Wort reden. Insbesondere nachdem der Einfluss der indischen und fernöstlichen Weisheitstraditionen sich im Westen verbreitet. Unter den Autoren, die das Subjekt oder die das Sujet auf westlichen Grundlagen vorangebracht haben, ist nach Schopenhauer und neben dem frühen Sartre vor allem Samuel Beckett zu nennen. Man könnte dessen gesamtes Werk als einen Essay über die Geburt der Freiheit aus dem Streik gegen die Zumutung des Realen lesen. Das gilt vor allem für das fast unbekannt gebliebene früheste Theaterstück Beckets aus dem Jahr 1948, das bezeichnenderweise den Titel Eleutheria trägt. Und da ist es wieder, das griechische Wort für Freiheit, von dem wir oben gesehen haben, dass es die rein defensive Bedeutung eines Rechts auf unbehelligt bleiben durch Tyranneien besaß, gleich ob sie in einheimischen oder persischen Varianten auftreten. Beckett übertrug diesen Ausdruck sorglos in die moderne Welt, indem er aus dem antityrannischen Grundsatz des griechischen Polislebens ein existenzialistisches Prinzip machte. Man darf in diesem Fall von einem produktiven Missverständnis sprechen. Der Held, Antiheld seines Stückes, ist ein junger Mann, ironischerweise mit dem Namen Victor, der Sieger. Ein entfernter Verwandter von Melvilles Bartleby, dem Schreiber, und von Goncharows Oblomov, sowie von Xavier de Maistre, der im Jahr 1790 in 42 Tagen durch sein eigenes Zimmer gereist war. Von diesem Victor erfahren wir aus den Gesprächen der übrigen Personen, er habe sich seit 2 Jahren in sein Zimmer zurückgezogen und jeden Verkehr mit seiner Familie und seiner Verlobten eingestellt, um von der übrigen Außenwelt zu schweigen. Victor ist ein Freiheitskämpfer der seltsamsten Art, da er sich um die Loslösung von der Wirklichkeit als solcher bemüht. An der entscheidenden Stelle des Stücks legt er eine existenzielle Konfession ab, in der wir ohne Mühe ein fernes Echo der Szene auf dem Bieler See vernehmen, in ein dunkleres Register transponiert. Victor, es ist schnell gesagt, ich wollte immer frei sein. Ich weiß nicht warum. Ich weiß auch nicht, was es heißt, frei zu sein. Sie können mir alle Fingernägel ausreißen, ich könnte es Ihnen nicht sagen. Aber ganz ohne Wörter weiß ich, was es ist. Ich habe es immer ersehnt, ich ersehne es immer noch. Ich ersehne nur das. Zuerst war ich Gefangener der anderen. Darauf habe ich mich von ihnen getrennt. Dann war ich mein eigener Gefangener. Das war noch schlimmer. Darauf habe ich mich von mir getrennt. Ich habe Ihnen nichts mehr zu sagen. Als dann der Zuschauer im Stück Victor fragt, und einfach sterben, das gibt Ihnen nichts, erwidert dieser, wenn ich tot wäre, dann würde ich nicht erfahren, dass ich tot bin. Das ist das Einzige, was ich gegen den Tod habe. Ich will meinen Tod genießen. Das ist die Freiheit, sich tot sehen. Dann aber fährt er fort, ich verzichte darauf, frei zu sein. Man kann nicht frei sein. Ich habe mich getäuscht. Ich kann dieses Leben nicht mehr führen. Man kann sich nicht tot sehen. Und daraufhin der Zuschauer, triumphierend, Sie können nicht mehr so weitermachen. Victor, nein, das kann ich nicht. Zuschauer, das geht über Ihre Kräfte. Victor, ja. Zuschauer, also seien Sie logisch. Es ist entweder das Leben
mit allem, was es an Unterwerfung beinhaltet, oder aber der große Aufbruch, der echte, um ein Bild zu benutzen, das ihnen lieb ist, nicht wahr? Entweder er kann zu seiner Familie zurück, das Erbe einstreichen, seine Verlobte beglücken, eine Zeitschrift gründen, eine Kirche, ein Heim, einen Filmclub, was weiß ich. Tot oder lebendig gehört er uns. Er ist wieder einer der Unsern. Das ist alles, was zu beweisen war. Im Grunde gibt es nur uns. Victor wendet dagegen später ein: Ich habe es mir anders überlegt. Ich werde nie frei sein. Aber ich werde ununterbrochen spüren, wie ich es werde. Ich werde ihnen sagen, womit ich mein Leben zubringen werde, damit meine Ketten aneinander zu reiben. Von morgens bis abends und von abends bis morgens. Dieses kleine, unnütze Geräusch wird mein Leben sein. Ich sage nicht meine Freude. Meine Freude lasse ich ihnen. Nein, meine Ruhe. Meinen Limbus. Und sie kommen mir mit Liebe, mit Vernunft, mit Tod. Dann gehen sie doch, gehen sie. Die letzte Regieanweisung, Beckett schreibt vor, dass sich Victor auf sein Bett setzt und konzentriert das Publikum, das Orchester, die Balkone links und rechts betrachtet. Dann legt er sich hin, den mageren Rücken der Menschheit zugewandt. Nun hat der Mann im Bett den Mann im Boot eingeholt. Wir verstehen, wie Bett und Boot die gleiche Funktion wahrnehmen. Der Mensch, der liegt, ist der Freiheitenerbe. Ich komme zum Schluss und spreche noch über die Quelle der engagierten Freiheit. Was folgt aus diesen Erinnerungen an die Quelle der modernen Freiheit in der Herauslösung des Subjekts aus der Sphäre der gemeinsamen oder objektiven Sorgen? Eine Konsequenz scheint unmittelbar gewiss. Wir können die moderne Freiheitserfahrung, wie sie im 5. Spaziergang beschrieben und wie sie von Beckett in Eleutheria negativistisch vertieft wurde, nicht mehr aus der Welt schaffen. Ebenso wenig können wir auf dem Standpunkt des unbedingten Urlaubs oder des Streiks gegen die Objektivität stehen bleiben. Vor allem aber ist es unmöglich, für uns unmöglich, Rousseaus eigene Auflösung der Disharmonie zwischen der subjektiven Reverie und den Ansprüchen des öffentlichen Lebens zu wiederholen. Bekanntlich hatte der unheimliche Schweizer den Vorschlag gemacht, die Freiheit des Einzelnen in einem homogenen Kollektivwillen aufzuheben. Auf diesem Weg wurde die reale individuelle Freiheit zugunsten einer fiktiven Freiheit in der Gruppensubjektivität einkassiert. Für heutige Beobachter steht außer Zweifel, dass Rousseaus überstürzt formuliertes Konzept der Volonté générale die logische Keimzelle der sozialistischen Faschismen war, die sich im 20. Jahrhundert mit ihren nationalistischen Rivalen duellierten. Immerhin hatte Rousseau seine fatale Idee in der Schrift über den Gesellschaftsvertrag von 1762 formuliert, bevor ihm im 5. Spaziergang von 1777, ein Jahr vor seinem Tod, die gültige Version des neuen Verständnisses von Subjektivität gelang, was freilich nur beweist, auch Denker von Rang gewinnen ihre folgenreichsten Einsichten nicht immer in der richtigen Reihenfolge. Rousseau hätte seine Doktrin von der Volonté générale im Lichte der Erfahrung auf dem Bieler See widerrufen müssen. Dass er es unterließ, war ein Verhängnis für die moderne Welt, in der nichts so unwiderstehlich ist wie eine falsche Idee in Köpfen, die nur auf sie gewartet zu haben schienen. Was die Volonté générale in sich barg, kam wenige Jahre nach Rousseaus Tod im jakobinischen Terror an den Tag. Bis wohin die Raserei des Einheitsgedankens gehen würde, enthüllten die Exzesse der russischen und chinesischen Revolutionen. Auch die Taten der Roten Khmer konnten ihre rousseauistischen Wurzeln nicht verleugnen. Sie spiegelten wider, was Pol Pot zwischen 1949 und 1953 in Paris gelernt hatte. Und noch in unseren Tagen brachte Gaddafis libyscher Sozialismus Aspekte des Phantasmas zutage, wonach der Wille des Ganzen einmütig sein solle und sich am besten in einem erwählten Einzelnen verkörpere, der allen alles sein will. Was aber die Offenlegung der Subjektivität für das Verständnis der Freiheit bedeutet, darüber verhandelt die moderne Zivilisation bis heute.
Das letzte Wort in dieser Angelegenheit ist nicht gesprochen. Und nach dem Gesagten versteht man, warum es unmöglich war, es zu finden. Als der chinesische Premierminister Zhou Enlai in der späteren Mao-Ära einmal von einem Journalisten gefragt wurde, wie er über die französische Revolution denke, zögerte dieser eine Weile und erklärte dann, es ist noch zu früh, um darüber etwas zu sagen. Wer etwas über die individualistische Zivilisation unserer Tage sagen sollte, käme wahrscheinlich ebenfalls zu früh. Aber nicht zu früh ist es vom Stand des Freiheitsproblems und seiner Bedeutung für die Zukunft der menschlichen Kollektive Rechenschaft zu geben. Es genügt, sich in der aktuellen Weltszene umzusehen, um zu bemerken, in welchem Ausmaß die beiden primären Unfreiheiten weiter an der Macht sind. Noch immer hat eine Mehrheit der Menschen auf der Erde die Auflehnung gegen die politische Tyrannei erst vor sich. So gut wie alle Menschen der Gegenwart erleben die Diktatur des Realen, ja, sie erfahren ihre Bedrückung mehr denn je, seit das Reale die Form des globalisierten Verkehrs annahm und sich zugleich in die Phantome der Spekulation verflüchtigte. Man darf behaupten, die Despotie der kollektiven Stresskonstrukte sei heute schärfer ausgeprägt als zu jeder früheren Zeit, weil eben der Aufstand der Moderne gegen die Bedrückung durch die Objektivität paradoxe Folgelasten nach sich gezogen hat, die man in manchen Hinsichten bedrückender empfindet als die Ausgangsbelastung. In dieser Situation ist es unumgänglich, sich über den Sinn von individueller Freiheit und liberaler Zivilisation neu zu verständigen. Wäre die reine Subjektivität am Freiheitspol tatsächlich nichts anderes als das Entschweben des Einzelnen aus allen Stressfeldern, so wäre sie mit strikter Asozialität identisch. In diesem Fall wäre Liberalismus, um mit Martin Walser zu sprechen, eine Ideologie für Leute, die einander nicht brauchen. Dann wäre die Eindämmung des Asozialen durch das Soziale der letzte Horizont der Politik und der notwendige Sieg der Unwellness über die Wellness bliebe der letzte Horizont der Ethik. Sieht man aber näher zu, so zeigt sich, dass das freigesetzte Subjekt nie dauerhaft auf dem Standpunkt der Unerreichbarkeit durch das Reale verharrt. Sobald es seine Freiheit entdeckt, entdeckt es zugleich in sich eine nahezu schrankenlose Erreichbarkeit für Anrufe aus dem Realen. Aufgrund seiner Disponibilität, die durch die Loslösung nach innen einen Höchstwert erreicht, gewinnt es wie von selbst den Weg zurück ins Objektive, falls es nicht wie Rousseau von der Neurose in einem falschen Ich-Konstrukt festgehalten wird. Es steigt aus dem Boot von einer unvergesslichen Erfahrung destabilisiert und stellt sich dem Arbeitsmarkt des Wirklichen zur Verfügung, jenseits von willig und widerwillig. Ich denke, diese Wendung zur Selbstbelastung ist das, was Jean-Paul Sartre mit dem Begriff Engagement bezeichnet hatte. Ein Engagement ist, was ein arbeitsloser Schauspieler erwartet. Das freie Subjekt erwartet es nicht bloß, es geht darauf zu. Sein Engagement entspringt weder einem Ausdrucksbedürfnis, noch einem Trieb, weder einer Neurose, noch einem Mangel. Es ist eine Konsequenz der Freiheitserfahrung selbst. Die Quelle von Selbstbelastung vor dem Hintergrund von disponibler Freiheit ist der Stolz, das heißt jene spontane Erhebung über die Vulgarität, die die Griechen mit dem Ausdruck Thymos beschrieben. Sie bezeichnen damit einen inneren Regungsherd, der Menschen motiviert, sich ihrer Mitwelt als Inhaber gebender Tugenden zu offenbaren. Ja, der Thymos als liberale Gesinnung des gebenden Lebens liefert die einzige Erklärung der Freiheit, die von Seiten der naturalistischen Reduktion auf exogene Ursachen und neurologische Bedingungen nichts zu fürchten hat. Man hat die Freiheit zumeist an Orten gesucht, wo man sie unmöglich finden kann, im Willen, im Wahlakt, im Gehirn, und hat ihre Quelle in der noblen Gesinnung, im Auftrieb, in der Großzügigkeit übergangen. In Wahrheit ist Freiheit nur ein anderes Wort für Vornehmheit. Das heißt für die Gesinnung, die sich unter allen Umständen am Besseren, am Schwierigeren orientiert, eben weil sie frei genug ist für das weniger Wahrscheinliche, das weniger Vulgäre, das weniger allzu Menschliche. In diesem Sinn ist Freiheit Verfügbarkeit für das Unwahrscheinliche.
ihrer wesentlichen Negativität bleibt die Freiheit auch in der Wendung zum praktischen Handeln treu, weil sie, was immer sie auch tut, die Absage an die Tyrannei des Wahrscheinlichsten ausspricht. Wer aus Freiheit handelt, revoltiert gegen die Gemeinheit, die man nicht weiter mit ansehen kann. Und diese Freiheit ist das Gegenteil zu allem, was die im Sinn haben, die sie als Lizenz zum sich gehen lassen, ins Übliche, allzu Übliche verstehen. Sollte es je zu einer intellektuellen Regeneration des politischen Liberalismus kommen, sie müsste von der Erkenntnis ausgehen, dass Menschen nicht nur haben wollende, giergetriebene, süchtige und brauchende Wesen sind, die freie Bahn für ihre Mangelgefühle und ihren Machthunger fordern. Sie tragen ebenso das Potenzial zu geben wollendem, großzügigem und souveränem Verhalten in sich. Dieser Hinweis war nie so wichtig wie gegenwärtig. Nie zuvor haben die Begriffe liberal oder gar neoliberal eine so niederträchtige Konnotation angenommen wie in den letzten Jahren. Noch nie war das liberale Denken vor allem in unserem Land so weit vom vornehmen Pol der menschlichen Möglichkeiten entfernt. Noch nie hat man die Freiheit so eng und so fatal mit der Besessenheit von Menschen durch den Gierstress in Verbindung gebracht. Aber was beweist das? Nichts anderes, als dass die Sache der Liberalität zu wichtig ist, als dass man sie den Liberalen überlassen dürfte. Diese Einschränkung betrifft nicht nur eine einzelne Partei. Die Sache des Realen und seiner Reform ist zu wichtig, als dass man sie Parteien überlassen könnte. So ist die Sorge um die kulturelle Tradition zu umfassend, als dass man sie bloß Konservativen anvertrauen dürfte. Die Frage nach der Bewahrung der Umwelt ist zu bedeutsam, als dass man sie nur ins Ressort von Grünen überweisen sollte. Die Suche nach sozialem Ausgleich ist zu anspruchsvoll, als dass man Sozialdemokraten und Linken die alleinige Verantwortung dafür übertragen könnte. Doch braucht jedes dieser elementaren Motive eine parteiliche Hauptstimme. Und was die Verteidigung der Freiheit angeht, so ist sie ein Projekt, das nicht ohne Partei und nicht ohne Parteilichkeit auskommt. Wer von der Freiheit etwas erfahren hat, weiß, dass es weiterhin darum geht, die beiden Tyranneien zurückzudrängen. Diejenigen, die das Gesicht eines Despoten tragen, und die Anonyme, die sich als jeweils herrschende Form des Notwendigen aufzwingen möchte. Wir müssen uns mit der Tatsache zurechtfinden, dass uns die Wirklichkeit zumeist als ein umfassendes Stresskonstrukt umgibt. Die bekennenden Realisten haben recht, wenn sie auf der Verpflichtung zum Wirklichkeitssinn bestehen. Die wahren Liberalen fügen den Möglichkeitssinn hinzu. Sie erinnern uns daran, dass wir nicht wissen können, was noch alles möglich wird, wenn Menschen Wege finden, sich aus den kollektiv verfertigten Zwangskonstruktionen zu lösen. Und eben darum ist die aktuelle Welt so grenzenlos erstaunlich. Illiberalen Rückschlägen zum Trotz vollziehen sich in ihr wie nie zuvor unzählige Infiltrationen aus dem anderen Zustand, aus der Loslösung, aus der Leichtigkeit des Seins. Infiltrationen, die in die Strukturen des Bestehenden erhöhte Freiheitsgrade tragen. Wir verteidigen die Sache der Freiheit, indem wir daran arbeiten, das Wort Liberalismus, das leider zur Stunde eher für ein Leben auf der Galeere der Habsucht steht, wieder zu einem Synonym für Generosität zu machen und das Wort Liberalität zu einer Chiffre für die Sympathie mit allem, was Menschen von Despotien jeder Art emanzipiert. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit.